Lol, das ist ein Army-Zombie. Ach, der ist noch mehr gepanzert als der SWAT-Zombie. Okay. Zing, zing. Ja, was müssen wir hier eigentlich finden? Metallblech, okay. Der habe ich noch nicht gesehen. Komm schon. Bam! Schön, dass Markus so schnell durchsucht. Ja, nice! Ein großer Rucksack. Cool. Oh! Fuck. Ohne Spaß. Woher wusste die eigentlich, dass ich hier drin bin? Ich glaube, die riechen einen immer. Snack. Snack ist gut. Metallbleche mir aber lieber. Ja, komm du mal rein. Hiebwaffenstufe 5. Ah, jetzt kommen aber mehr. Kann ich jetzt hier machen? Revolver. Naja. Die finde ich nicht so geil. Außer für die Mädels. Dafür sind die gut. Weil die nicht so viel tragen können und die Waffen so schwer sind. Okay, und der Revolver ist mal richtig kacke. Kannst du behalten, den Scheiß da. Teilen hier. Was? Ich kann die Dusche durchsuchen? Nee. Mmh, yummy, yummy. Da liegt noch jemand drin. Zumindest so breiweise. Ich glaub, Metallblech beschafft, jawoll. Sehr schön. Das heißt, wir können das jetzt fertig machen gehen. Dann will ich nach Hause. Können wir da noch irgendwas machen? Ja, wir können den Army-Zombie machen. Ich weiß nicht, wer da Hilfe braucht, aber. Geh mal hier durch, komm. Derjenige wird es mir bestimmt danken. Wieso kommst du da nicht rüber? Na, Markus, du bist echt schlaffi. Ich liebe das Breitschwert. Falsche Richtung. Arm ab. Hahaha, Tür auf. Ich weiß gar nicht, wie lange der da schon steht. Oh, Horde. Wo denn? Ist hier keiner. Wo ist denn jetzt hier der Army Freak? Ach, scheiße, der ist auf der anderen Seite. Das ist ja dumm gelaufen. Können wir eigentlich genauso schnell rückwärts wie vorwärts fahren? Nee. Vorwärts definitiv schneller. Weil nicht nur so ein Teil vom Flugzeug. Braucht keiner. Hallo Jungs. Wo ist es denn jetzt hier? Ah, ich hätte hier rechts runter gemusst. Ja, da ist sowas wie eine Fabrik oder so. Da bin ich ja noch gar nicht gewesen. Ja, Sigi, da kommt es schon angelaufen. Da ist Nummer 1, da drüben war Nummer 2. Kriegst direkt meinen Schädel. Nein! Boah, da habe ich zu lange gewartet. Fick. Hab ich ja mal.
Oh, 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 oh. Erledigen. Nice. Frag mich ja mal, wenn ich den beide Arme abhacke, wie hinkriegt. Ey! Okay, hier ist ja eine richtige Brutstätte. Wie viele hier liegen. Da ist noch einer. Noch einer? Ach, der da! Oh, oh. Manchmal ist es auch ganz gut, dass der Markus so einen hohen Geistesgegenwart hat, damit man die Viecher alle da angezeigt kriegt. Oh, das war leicht daneben. Schaffen wir das noch? Ja. Oh, SWAT-Zombies. Nicht gut. Ich muss übrigens überhaupt nicht hier rein. Fällt mir gerade auf. Verzieht euch. Oh Gott, das war ein Schreihals. Gucken, ob das noch funktioniert. Hab ich nicht mal gesagt, wenn ich in so einem Busch sitze, dann ist alles gut. Hier ist ein Campingplatz. Come on. Ah, ach so was. Ja, die Camper, der ist ja teilweise noch hier. ...7,62 mm Munition. Ja, Munition können wir auch mal brauchen. Und noch einen großen Rucksack, den hätte ich auch gerne. Nichts gefunden. So, Karen. Na, sehr, machen wir den. Ja, zu zweiter rein. Dann rocken wir die weg. Können wir hier hochklettern? Das ist sicher. Was ist das denn? Ah, geht doch. So, gut, dass ich einen Snack mit hatte. Oh, oh. Das war knapp. Das war nämlich so ein Schreihals. So. Army-Zombie. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob hier auch Sachen zum Durchsuchen sind. Da hinten ist was zum Durchsuchen. Vielleicht haben die ja hier auch Baumaterialien. Da kommt was Großes. Das war's. Nice. Tja, wenn er die Kampfmaschine macht, bleibt da nichts mehr stehen. Jetzt gucken wir schnell nochmal hier rein. Vielleicht sind ja hier... Bitte, bitte. Ach Mist. Was soll ich denn mit dem Vorschlaghammer? Aber hier müssen noch mehr Sachen zum Durchsuchen sein. Oh, 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 oh. So nicht. So nicht! Kann er jetzt mal hier irgendwas abkriegen? Geht doch. Irgendwelche Sachen müssen hier noch sein. Zumindest stand da oben was von Ressourcen. Oh, hi. Da. Hier ist so ein kleines Lager. Vielleicht ist da noch was. Aspirin, ja. Snacks. Ja. Und... Oh, Medikamente. Da lassen wir mal einkommen.
Plünderer nähert sich, dann nehmen wir das Zeug mit und schon nochmal doppelt. Besten Dank übrigens für den Tipp. Da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Schwingen wir uns jetzt in unser Auto und hoffen mal, dass derjenige, der hierhin geschickt wird, ich denke mal, es wird wieder Kingston sein. Wer kommt denn da? Da läuft er. Ed! Ed kommt, jawohl, Ed macht das. Ed vertraue ich. Schön, dass unser Auto ist jetzt blau-rot angemalt. Jetzt fahren wir mal zurück zur Basis. Damit die Kurve machen, finde ich voll geil. Da ist Ed. Hallo Ed. Ich muss unbedingt nochmal gucken, wo hier meine Parkplätze gewesen sind. So, dann machen wir den Wachturm hier fertig. Scratch that off the wish list. Garten ist fertig. Da ist das Trainingsding. Ja, ohne Witz, hier hätten sie aber auch noch was hinmachen können. Oh, da ist der Wachturm fertig. Naja. Aber immerhin kann sich jetzt einer da oben hinstellen und rumballern. Das ist schon mal gut. So, jetzt strotzen wir aber vor Essen und Medikamenten und all so einem Quark. Was machen wir denn täglich? Täglich machen wir minus 11 Essen. Ja, wir müssen unbedingt den Garten upgraden. Minus 16 Baumaterialien täglich. Krass. Okay, das ist heftig. Kann ich denn hier eigentlich jetzt die Sachen irgendwie wieder abbauen? Erweitern ist unmöglich. Ach, die können, vorhandene Einrichtungen können nicht erweitert werden, das ist ja frech. Ja, den Krankenbereich da, oh, den kann ich entfernen. Also das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, wäre, weiß ich nicht, irgendwie aus kosmetischen Gründen die Küche jetzt doch nach drinnen machen und dann den Krankenbereich nach draußen, aber das ist eigentlich egal. Ah, da sind zwei Parkplätze. Joa, dann würde ich sagen, ach, den können wir auch noch aufwerten. Zur Schießplattform erweitern. Das heißt, wir brauchen noch erstmal den Garten. 50 Materialien. Alter, wo soll ich die denn alle hernehmen? Ja. Aber momentan sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Wir müssen von Markus mal wechseln, weil der ist verletzt. Dazu werden wir unseren Quatsch mit ihm verkaufen. Vor allem der Rucksack muss in Vorrat. Ja gut, den Rest kannst du behalten. Den nehmen wir dann morgen mit. Sehr schön. Wen nehmen wir denn jetzt? Wir sind müde, verletzt. Wen haben wir denn da noch? Eigentlich wollten wir ja Kingston nehmen. Damit er nicht so lange zu Hause ist und da irgendeinen Mist veranstaltet. Dummerweise hat er gerade Wachschicht.
Sehr schön. Also wir können doch auf den wechseln. Dann werden wir ihn mal ausrüsten und dann kann es eigentlich schon los. Wo ist denn jetzt der Spind? Ah, da. Was habe ich eigentlich mit dem gewählt? Noch nix. Ich habe mit dem noch keine Fähigkeit freischalten können. Habe ich mit dem so wenig gekämpft? Oh, der hat Kämpfen 1. Krass. Okay. Warum das denn? So, die MP5 mit 9mm Munition hat er schon. Die Bratpfanne, ne, da scheiße ich drauf. Dann nehmen wir lieber was anderes mit. Du nimmst Schlagwaffen. Ich würde sagen, das gute alte Brecheisen. Und ja, was kann ich noch nehmen? Mein Gott. Noch ein Brecheisen. Meine Fresse. Was brauchen wir denn? Paracetamol. Nehmen wir mal 2 mit. Heilen ist immer eine gute Sache. Und davon nimmst du auch noch 2 mit. Außerdem kriegst du natürlich den hier. Sehr schön. Alles klar, dann machen wir uns mit Kingston auf den Weg.